Nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen beraten die Parteien über Konsequenzen aus den Ergebnissen und über mögliche künftige Koalitionen. Die bisherigen Regierungsbündnisse haben in beiden Ländern keine Mehrheit mehr und sind auf einen dritten Partner angewiesen, um weiter regieren zu können. In Sachsen gewinnt die CDU von Ministerpräsident Kretschmer die Wahl mit 32,1%. Die Linkspartei fällt auf 10,4%, die SPD auf 7,7%. Die AfD macht einen Sprung auf Platz 2 mit 27,5%. Die Grünen kommen auf 8,6%, die FDP auf 4,5%. Sie scheitert damit an der 5%-Hürde. Görlitz am Morgen. In der Neiße Stadt an der polnischen Grenze ist die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Ich hätte mir ein etwas besseres Wahlergebnis noch gewünscht, dass die AfD ein bisschen zugelegt hätte noch. Eigentlich kann es nur besser werden. Also ich denke mal, man hat den Warnruf oder den Weckruf der Bürger verstanden. Landesweit bleibt allerdings die CDU von Ministerpräsident Kretschmer vorn, der damit wohl im Amt bleibt. Es ist eine Botschaft, die von Sachsen von diesem Abend ausgeht. Eine große Mehrheit von Menschen, die positiv für dieses Land eintreten, die etwas wollen. Das freundliche Sachsen hat gewonnen. Die AfD wird mit deutlichen Gewinnen Zweite. Eine Koalition mit der AfD schließt die CDU allerdings aus. Denkbar wäre nun eine Kenia-Koalition mit SPD und Grünen. Eine Regierungsbildung dürfte allerdings schwierig werden. Wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen und ja, das nehmen wir auch sehr ernst. Was wir aber auch gesagt haben, ist, es darf kein Weiter-so geben. Ein Weiter-so fast unmöglich. Der Sächsische Landtag hat sich deutlich verändert.